Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch ein neues Programm von FreeStudio DVD Videosoft. Und zwar ein Programm, mit dem ihr eure Videos in ein passendes PS3-Format umwandeln könnt. Das heißt, die Sony PlayStation 3 ist natürlich ein Multimedia-Wunder. Trotzdem kann es nicht jedes Videoformat abspielen, was wir gerne hätten. Das heißt, wir gehen einmal auf die Kategorie Mobiltelefone und gehen dann auf Free Video to PS3. Jetzt fragt uns natürlich, ob wir noch ein Update machen wollen. Sagen wir nein. Gut, jetzt können wir hier unten wählen aus zwei Stufen. Wir können jetzt einmal die Videos in 720p und einmal in 1080p abspeichern. Wir sehen aber auch jedes Mal, dass darunter Sony PlayStation 3 steht. Das heißt, egal in welches Format, was hier angegeben wird, wir das Video konvertieren, wir können uns sicher sein, dass dieses Video auch von der PlayStation 3 abgespielt werden kann. So müssen wir uns jetzt auch keine Gedanken machen, welches ist die richtige Auflösung, welches Format und so weiter. Wir nehmen jetzt natürlich Full HD 1080p. Die Qualität können wir hier einstellen, aber da nehmen wir jetzt einfach die höchste. Jetzt wählen wir das Video über Datei hinzufügen aus, was wir gerne konvertiert haben möchten. Weitere Videos können wir natürlich auch über Datei hinzufügen, dem Programm mitteilen. Wenn uns mal ein Video zu viel drin ist oder wir es nicht mehr haben möchten, können wir es auch ganz normal löschen. Den Ausgabenamen können wir auch ändern. Somit können wir zum Beispiel sagen, dass das Datum hinten dran am Videonamen gepackt werden soll. Bei den Tags können wir Sachen wie Interpreter, Album oder Erstellungsjahr eintragen. Das hat den Zweck, dass wenn ihr denn irgendwann mehrere Videos auf eurer PlayStation 3 habt, dass ihr einfach suchen könnt, ich möchte nach dem Jahr 2011 suchen. Und da ihr das hier dann einmal angegeben habt, wird euch dieses Video auch anzeigen. Gut, zu beachten ist, dass dieses Programm nur Videos nacheinander konvertieren kann. Das heißt, möchtet ihr ein Video aus der Liste von euren 10 vielleicht, die ihr habt, als erstes konvertiert haben, müsst ihr das über die Pfeiltasten ganz nach oben packen. Hier wird uns der Ordner angezeigt, in dem das Video später abgespeichert werden wird. Und hier können wir diesen Ordner ändern oder uns den Ordner anschauen. Gut, wollt ihr eine andere Sprache haben, könnt ihr das hier einstellen in den Optionen. Oder ihr sagt einfach, nein, das soll ganz anders aussehen, zum Beispiel Harry Potter. Und vorher könnt ihr noch auf Updates überprüfen. Gut. Das war's auch schon. Jetzt einfach konvertieren und viel Spaß beim Video anschauen.